Bruder, als Deutsch. Bügelsäge und eine kleine Eisensäge ist hier noch mit angebracht, weil wir haben ein bisschen Holz und Eisen, was ich meine, das ist ja berühmt. Und ich würde sagen, wir fangen mal an, ne? Die Handschuhe gab es leider keine, vielleicht. Froschgrün. Also Tilo, das musst du jetzt wissen, ob du den Helm öffnest, ob du das Helm reinlässt. Ne? Ich hätte es auch nur die Größe an, ob du dich verfolgst, ob du das passt. Ich habe ja noch ein Schild. Ach, die sind noch falsch. Schön langsam und richtig durchschneiden. Auf 50 Stücken bitte, ne, für die Heizung. Ja, das Eisen kann man nicht mal helfen. Und wenn er das schafft, dann hält er ja eher ewig. Wenn ich nicht mit Holz zu tun habe, ne? Aber du kennst dich ja aus, bist ja. Ja. Fachbereich Holz, da bist du ja. Ich hab den großen Stamm wieder, ne? Vincent. Deswegen ist doch die Eisensäge. Vincent. Du musst gleich hören, wenn die Eisensäge. Ja, ist scharf genug. Soll ich mal mithelfen, ne? Nee, das ist gut. Ja, was gefroren, ey. Aufs Letzte! Vor, werf! Los! Mach was doch! Musst du ein bisschen mehr aus den Handschuh abbringen, dass du ihn mal aus dem Hammer kriegst. Noch 5 mm! Jetzt die Kette sehe ich genommen, wäre es schneller gewesen. Das ist aber kein Eisen drin, Mensch. Ein bisschen was mit Holz zu tun haben. Wir wollten eigentlich so einen großen Traktorschlauch aufblasen lassen. Aber da hätte man am Ende noch einen Notarzt füllen müssen, weil keine Luft rein ist. Super geil.
Super geil. Entschuldigung. So, bei rechts wegen Müll. Ziegelstein auflegen. Ja, alles buddeln. Okay. Und dann lacht doch mal alle schön herzlich. Bitte. Hallo. Bist du der Hand vom Mund weg? Ja, genau. Vincent. Und jetzt lacht doch mal schön herzlich hier. Ja. Hey. Jojo ist immer lachen. Nicht Jule. Nicht. Alles klar. Ja, das hilft nur noch. Da ist schon hier nicht mehr Aufnahmefähigkeit. Schinken. Nee, sagt mal, super geil. Ah, einfach, oh, mein Senfeiter. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Beim Augenblick. So hinten Rucks, hä? Ja. Hä? Ich fahr mit Papa. Nehmen die zwei Kinder. Ein Motel, da brauchen was. Ich hab Motel. Jetzt hier mit der Freundin von der Claudi oder Anna, mit der Annabelle, die wollte was essen. So. Hat sie die Motorsäge drin? Ja. Okay. Ach, sitz. Gut. Einmal frei. Und was zum Huben? Die Huben. Ja, aber ich war ja.
door Julius Robert. Da hat sich keiner noch. Maja, du doch mal nicht das mal so reintreten. Geh mal weg. Ja, Nico. Kaffee trinken! Ja. Aber nur mal reingehen, ne? Ja. Ist das ein Lüge? Ja. Ich mache nichts. Ja, du musst leider wieder hoch. Was ist denn? Die Aufforderung will ich das nicht haben. So, zusammen? Na klar. Da hat er einen Knoten neu gemacht. Bitte, wie schneidet das an jetzt? Wo schneidet man das an? Das kommt dran. Claudia, du musst deine Hand oben halten. Claudia, Hand oben, die Hand drüber. Ja, 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 ja. Das ist scheiße. Deine Hand oben halt es sagen. Der hat's gewusst. Sie sind wieder voll runter! So, jetzt kann ich wieder was holen, aber was haben wir? Wie auch immer. Das ist meine Hand. Ich hab dich gemacht, das ist dein Trick. Das ist dein Trick, Mann. Ist an der Schule in den Engel geblieben. Ist alles dreckig. Habt ihr irgendwo noch einen Zettel? Ist meine Claudia. Oh, vielen Dank. Jetzt müsst ihr euch füttern. Miteinander. Jeder ein Stück. Oh, nee, ich will ja heißen Fröschen. Hast du auch ein Stück Hornsetzen? Dann müssen die Katzen auch ein Stück Hornsetzen. Ich hab's schon, Torte. Willst du ein Stückchen Hornsetzen? Ja, so? Ja. Langsam, kleine. So, dann könnt ihr. Nee, das müsst ihr euch jetzt, müsst ihr so nicht oder als der jetzt. Hast du? Nee. Richtig. Ein Glöckchen. Weißt du noch, wie ich heiße? Tate, ja.